Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört gleich eine neue Folge vom All Good Podcast. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die restliche Redaktionsarbeit zu unterstützen, dann könnt ihr das sehr gerne unter www.patreon.com/allgood, www.steadyhq.com/allgood.de oder www.paypal.me/allgood tun. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So good, baby, baby. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir zu Gast, beziehungsweise ich bin heute zu Gast bei Ill Will in Hamburg. Ich grüße dich. Hallo. Na, danke. Wie geht's dir? Mir geht's super. Wunderbar. Wir treffen uns heute hier, um ein bisschen über deine Karriere zu sprechen, über zurückliegende Veröffentlichungen, aber auch über neue Veröffentlichungen. Mhm. Denn du bist ein Produzent, der schon ziemlich lange dabei ist, tatsächlich sogar seit Anfang der 90er, nicht wahr? Oder Mitte? Mitte der 90er, würde ich sagen. Sagen wir Mitte. Ich habe 94 habe ich angefangen mit dem Produzieren. Da habe ich mir mit den Jungs von Class Production, die ja im Boogie Park da danach gearbeitet haben, haben wir uns den ersten Sampler gekauft. Mhm. Das war 94. Ja. Und damit haben wir halt rumexperimentiert, bis irgendwann mal brauchbare Instrumentals rauskamen. Mhm. Und die habe ich dann meinen Kumpels von Easy Business gezeigt, die damals an ihrer ersten LP gearbeitet haben. Ja, Easy Business, gerade für Hamburg auf jeden Fall ein wichtiger Act. Auf jeden Fall. Kannst du mal was zu denen sagen? Wer war dabei? Boris Ekambi? Boris Ekambi hat gerappt. Eric Anning hat auch gerappt. Mhm. Dann gab es noch DJ VB und den Produzenten. Och, Alter, wie? Gatze, natürlich. Gatzonke. Aha. Waren das so mit die Ersten in Hamburg? Oder? Sagen wir mal so, sie gehörten zu den Ersten. Okay, ja. Stimmt, weil ich erinnere mich gerade, dass Falk von Doppelkopf mir auch mal erzählt hat, dass er zeitgleich mit denen auch mit seiner ersten Gruppe auf irgendeinem Rap-Wettbewerb aufgetreten ist. Ja, das kann sein. Also sie gehörten auf jeden Fall zu den ersten Hip-Hop-Acts. Okay, jetzt sind wir schon zwei Schritte weiter. Du hast gerade gesagt, ihr habt euch da zu mehreren Leuten diesen ersten Sampler gekauft. Das macht man ja auch nicht einfach so. Also das ist ja da, insbesondere damals schon eine Investition gewesen. Ja, oder? Wir haben das Gebrauch gekauft, so ich glaube, das hat irgendwie 2500 D-Mark gekostet oder so. Das war so eine Roland W30 Workstation, so ein Keyboard mit Sampler. Der hat Speicherplatz? Speicherplatz weiß ich nicht, ich weiß nur noch, dass es 7,2 Sekunden waren. Okay, gut. Ne? In guter Qualität, 14,4 in schlechter Qualität. Aha. So, und das ist natürlich weniger als eine SP1200. Mhm. Und da muss man schon darauf Acht geben, was man samplet und wie man das einsetzt. Das ist dann halt echt sehr wenig Zeit. Mhm. So, also wie kam es denn dazu, dass ihr überhaupt gesagt habt, wir schmeißen jetzt Geld zusammen, leihen uns was oder gehen jobben, um uns das Ding zu holen? Also was war sozusagen der Initialmoment? Der Initialmoment war, kam mit Easy Business. Mhm. Ich habe mit meinem Kumpel Philipp für die getanzt. Mhm. Die, damals war das ja immer so populär, dass ein Rap-Act auch Tänzer hatte. Mhm. Und wir hatten damals so, das war so ein New Jack Swing-mäßiger Tanz. Mhm. Wir haben mit denen getanzt, Tanzschritte einstudiert für die Shows. Und dann waren wir halt irgendwann mal auch im Studio, um die neuen Sachen zu hören. Und da habe ich Mario van Hacht kennengelernt und habe dann halt über die Schulter geguckt, was der so da gemacht hat. Und das war die Initialzündung, wo ich gesagt habe, oh, boah, das will ich auch. Das will ich auch so machen. Also da habe ich richtig Interesse. Mhm. Und dann habe ich halt gefragt ohne Ende. Und da ich damals alleine noch nicht so viel verdient habe, haben wir uns dann halt zusammengeschlossen, Geld in den Topf geschmissen und uns dann halt so einen Sampler geholt. Aha. Und dann steht man davor und weiß, wie es funktioniert? Oder? Nee, man weiß nicht, funktioniert. Man, zum Glück war eine Bedienungsanleitung mit dabei. Und ich weiß noch, an dem den Tag, den wir die gekauft haben, habe ich die Nacht durchgemacht. Mhm. Das weiß ich nicht. Wir waren noch bei den Klaas-Jungs zu Hause, haben rumprobiert. Jeder durfte mal eine Stunde ran.
Und die sind alle dann schlafen gegangen und dann habe ich die Nacht durchgemacht, bis sie wieder aufgestanden sind. Und ich saß immer noch am Sampler und habe immer noch irgendwelche Loops genommen und versucht zu schneiden und was anderes auszuprobieren. Hattest du vorher schon gedanklich dir überlegt, was du gerne loopen wollen würdest oder war das dann eher so in dem Moment? Eher nicht. Wir hatten so, wir hatten auch selber noch keine Ahnung von was wir samplen, von welchen Künstlern und so. Was da war ja noch gar kein, wir hatten noch gar keine Ahnung. Das Einzige, woran ich mich erinnere, es gab mal so eine Acid Jazz Sampler-Reihe. Und die hatten wir so 3-4 Stück und da waren so halt so Funk Grooves drauf, auch hier und da mal ein Drum Loop alleine. Und die fanden wir schon ganz gut und damit haben wir angefangen zu samplen. Und haben geguckt, von wem die Songs sind und im Plattenladen halt dann reingegangen und nach den Leuten gesucht. Das war ja ein Sampler, ne, mit verschiedenen Leuten und nach den Leuten geguckt und so ist man dann immer halt weiter reingekommen. Und dann wussten wir halt, wo wir halt zu suchen haben. Okay. Gab es dann jemanden, der euch das so ein bisschen beigebracht hat, wie man eine Snare setzt, wie man eine Kick setzt, wie man überhaupt generell samplet? Dass man pitchen kann oder was auch immer. Also der erste Einfluss wäre tatsächlich dann Mario von Hacht. Mhm. Der hat uns einige Sachen gezeigt. Mhm. Kannst du ein bisschen was zu ihm erzählen vielleicht? Aus den Containerstudios. Genau, aus dem Containerstudio. Boris Ekambi hat damals, der Rapper von Easy Business, der hat damals im Containerstudio gearbeitet, was ja gleichzeitig auch ein Plattenladen war. Okay. Plattenladen vorne, hinten das Studio. Und da, durch ihn haben wir dann halt auch Mario von Hacht kennengelernt und die hatten damals schon angefangen an Sachen zu arbeiten. Ich glaube noch, war das jetzt 94 oder noch eher, da hat ja Easy Business noch als allererstes eine EP rausgebracht, bevor sie die LP gemacht haben. Und da haben wir schon ein bisschen über die Schulter geguckt und mal so halt geschnuppert, wie es eigentlich abläuft. Und das war eigentlich der Moment für mich, dass die Initialzündung, wo ich sagte, boah, das interessiert mich so. Also so wird das gemacht und das will ich auch machen. Und hast du damals schon so eine Affinität zur Jazzmusik entwickelt? Auf der neuen Platte, das habe ich jetzt am Anfang gar nicht großartig erwähnt, aber das wird natürlich irgendwie im Rahmen des Podcasts, wenn er online geht, auch kommuniziert. Du hast ja gerade eine Platte veröffentlicht, One Will, und da gibt es ja dieses Zitat drauf, ich weiß gar nicht, von wem das stammt, aber sinngemäß, dass jeder Produzent, der Hip-Hop macht und eine Affinität für Melodien hat, irgendwann beim Jazz landet. Ja, dieses Zitat ist von Robert Glasper. Das habe ich auf YouTube gefunden, das war so ein kurzes Interview, da hat er so Sachen gezeigt, Originale von Ahmad Jamal, die dann gesampelt wurden von Pete Rock. Und da fiel dieses Zitat und ich dachte so, yeah, genau. So wird es bei dir auch gewesen sein, ja? Ja, angefangen hat es mit den Jazz-Funk-Sachen. Ich weiß noch, wo irgendwann sind wir mit den Klaas-Jungs gestolpert über Grover Washington Jr. Und das CTI-Label. Und das war so der Sound, der uns am meisten zugesagt hat. Und ich so an die Feel So Good LP denke, wo im Grunde genommen jeder Song schon verbraten wurde, mehrmals. Und das war der Sound, den wir haben wollten. Diesen etwas raueren 70er Jahre, eher trockeneren Jazzfunk. Was hat dich daran angesprochen? Was hat da zu dir gesprochen und gesagt, mach was mit mir? In erster Linie waren es, glaube ich, die Drums. Die klangen halt sehr trocken. Im Nachhinein, da muss ich eine Geschichte von viel, viel später erzählen. Barry Künzel, sagt dir vielleicht was? Also den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, ja. Das ist ein Komponist und Produzent aus Kiel. Der hatte tatsächlich mal in Kiel Harvey Mason getroffen. Das war der Schlagzeuger damals, der viele Sachen für CTI eingespielt hat. Und der hatte sich mit ihm unterhalten und hat ihn halt darauf angesprochen, wie sie das geschafft haben, die Drums so hinzukriegen, wie sie damals, wie sie auf den Platten waren.
Und er meinte gesagt, er hat gern wurde, Alter, ich habe es gehasst damals, weil die ganzen Snares und alles Mögliche abgetaped waren. Wenn du draufgehauen hast, hast du nur, also kurze, da war kein Nachhall, wie das die Snare hat, wenn sie normal ist. Es wurde alles abgetaped. Die Toms, alles war abgetaped, damit es nicht nachvibriert, sondern nur ein kurzer Schlag ist. Und dann haben sie halt mit Effektgeräten noch weitergearbeitet. Und er selber hat es eigentlich gehasst. Und wir haben es gefeiert. Okay, verstehe. So, und dann hast du, das habe ich irgendwo gelesen, ich glaube im Interview bei der Backspin, bei den Kollegen von der Backspin, hast du es erzählt, du hast dir dann irgendwann deinen eigenen Sampler gekauft, weil das Arbeiten zu mehreren Leuten dann doch irgendwann ein bisschen nervenaufreibend wurde oder einfach, ja, es dauerte dann, bis man wieder an der Reihe war, nehme ich an. Erstens das und zweitens habe ich damals auch im Restaurant meiner Eltern gearbeitet. Mhm. Das heißt, die meiste Zeit war ich gar nicht da. Mhm. Und wenn ich dann mal da war, dann hingen sie halt alle ab und wollten was machen. Und damals ging das mit dem Laden ganz gut und ich hatte ganz gut verdient. Und wie gesagt, jetzt kaufe ich mir meinen eigenen Roland W30 und das habe ich dann gemacht. Und somit in meiner Freizeit halt, dann konnte ich halt immer ran, wann ich wollte. Okay. Und wie ging das dann weiter? Also wie wurde da mehr draus, dass vielleicht mal jemand sagt, ey, das ist ein guter Beat oder sagt vielleicht sogar, ich will da drauf rappen? Da war das Containerstudio natürlich ein super Treffpunkt. Mhm. Wer war da so alles? Fettes Brot auf jeden Fall, aber erst Brot, später, ne? Oder was heißt später? Ja, im Grunde genommen zu der Zeit war das. Also Easy Business hatte die Platte fertig. Ich weiß sogar, dass es eine, ich habe irgendwo noch einen Flyer mit Easy Business und Fettes Brot Auftritt zusammen irgendwo im Mojo Club im Alten. Mhm. Ja, das war schon zu der Zeit. Easy Business haben dann ihre LP aufgenommen. Zu der Zeit hing dann auch André Lute ab von Yo Mama Records. Mhm. Und wenn die dann fertig waren, gingen die ins Studio und man hatte sich so kennengelernt und dann fragte sie, was machst du denn so? Ja, ich mach halt Beats und so, hier ist ein Tape, damals tatsächlich noch auf Tape, habe ich das in die Hand gedrückt und der hat es sich angehört, hat es mit den Jungs von Fettes Brot zusammen angehört und so landet dann ein Instrumental von mir auf der ersten Fettes Brot Scheibe. Das war halt eigentlich Glück, eigentlich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen zu sein. War das einfach der fertige Beat oder habt ihr den dann auch nochmal neu zusammen arrangiert im Studio oder wie lief das damals? Der Beat war so eine Rohaufnahme auf der meiner Workstation da und als sie gesagt haben, komm, wir wollen den machen, haben wir den tatsächlich nochmal neu aufgelegt mit dem Equipment von Mario von Hacht. Wie hast du damals Fettes Brot erlebt? Also ich meine, das war ja noch bevor Nordisch by Nature rauskam. Ja. Aber was waren das so für Jungs? Im Grunde genommen sind es die gleichen Jungs wie jetzt. Wie heute. Die sind so geblieben, wie sie sind. Das ist authentischer geht es eigentlich gar nicht. Die machen einem nichts vor. Das, was du siehst, das sind sie auch. Ja. Ja. Und super nette Jungs, wir haben uns gut verstanden und haben viel Spaß gehabt im Studio. Hast du das damals mitbekommen, wie dann sozusagen Nordisch by Nature so ein bisschen dafür sorgte, dass die sich so, naja, was heißt abkapselten, ist glaube ich das falsche Wort. Ich glaube, sie selber haben das gar nie so gesehen, aber ich erinnere mich, dass dieser Song ja ungefähr zeitgleich mit der Klasse von 95 rauskam und im Rahmen dessen dann irgendwie klar wurde, das ist ein großer Hit. Und viele Leute kommen zu den Konzerten von dieser Klasse von 95 Tour, um Fettes Brot mit diesem Hit zu sehen. Vielleicht auch Leute, die gar nicht aus diesem klassischen Hip-Hop-Kontext gekommen sind, was dann so ein bisschen für ein Ungleichgewicht sorgte zwischen Fettes Brot auf der einen und den anderen Rappern und Hip-Hopern aus der Hamburger Szene. Hast du das auch damals so miterlebt? Nee, das habe ich nicht miterlebt, weil ich ja mehr im Studio war. Was danach auf den Auftritten und sowas ist, das habe ich gar nicht miterlebt. Okay. Ich weiß nur, dass der Song dann so erfolgreich wurde, dass die Jungs von Fettes Brot tatsächlich auch die Single gestoppt haben. Die haben den vom Markt genommen? Die haben den vom Markt genommen, damit sie nicht nachher dann hießen, das sind die plattdeutschen Rapper. Genau, die plattdeutschen Sellout-Rapper. Ja, genau. Das war halt die Idee zu dem Song und er ging halt dermaßen ab und die wollten halt nicht den Stempel haben, dass sie hier die lustigen Plattdeutsch-Rapper sind. Ich glaube, die haben sogar eine
Todesanzeige für den Song irgendwo in einem Magazin geschaltet damals. Ja, tatsächlich. Das war eine Idee von André Luth, ja. So von wegen, ich weiß nicht, wann er erschienen ist, ich glaube 95 bis 96, genau das Datum, und Rest in Peace. Das wäre eine gute Marketing-Idee auf jeden Fall gewesen. Auf jeden Fall, hey, André Luth ist ein kluger Kopf. Ja. Das war aber nicht deine einzige Produktion für Fettes Brot. Nee. Wie ging das denn dann weiter mit euch? Was hast du noch so für die Jungs gemacht? Das war die, der erste Song hieß Drei sind zwei zu viel auf der ersten EP von denen. Und ich habe dann halt munter weiter produziert und dann ging es halt irgendwann zur zweiten LP von denen. Mhm. Und da habe ich dann Mal sehen beigesteuert. Mhm. Mit Eisfeld in der Hook. Mit Eisfeld in der Hook, genau. Ja. Den habe ich da auch zum ersten Mal da kennengelernt. Aha. Und ich wusste aber, dass er mit den Beginnern schon, mit den absoluten Beginnern damals noch schon unterwegs war. Aha. Wie war der damals so drauf? Ich habe ihn ehrlich gesagt nur ganz kurz im Studio gesehen und super sympathisch, also ganz nett. Ja. Der hat, ich meine, im Grunde genommen, als wir reinkamen, hat er schon die Hook eingesungen und war dann auch schon am Gehen, im Grunde genommen. Also so richtig kennengelernt hat man sich da nicht, aber wie man halt ist, man macht halt Mucke zusammen und ist dann halt aufgeregt auf das Endergebnis. Ja, klar. Auf der Platte ist, glaube ich, dann ja auch das erste Mal Dendemann mit drauf gewesen. Genau. Sogar mehrfach. Auf Ich gehe nicht zum Arzt. Ich gehe nicht zum Arzt, genau. Und jetzt gerade ist mir entfallen. Wildwechsel, glaube ich. Ja, genau, ist da, ne? Auf diesem, einem der besten Posse-Tracks im Deutschrap, meiner Meinung nach. Tatsächlich, ja? Ja, finde ich schon. Für mich war das damals eine Riesenoffenbarung, weil ich da gerade so das erste Mal, also mit diesem Song tat sich für mich so eine Welt auf, weil da waren ja nicht nur Rapper aus Hamburg drauf, sondern eben auch aus Stuttgart und München, glaube ich. Aus München noch, ja. Genau, die von Blumentopf-Jungs, genau. Ja. Und das war für mich so. Da entwirrte sich auf einmal dieser feste Strang Hamburg-Rap. So, ich kannte Rap aus Hamburg und auf einmal merkte ich, ah, da ist ja noch das, da ist noch das. Und der klingt ganz anders als der und so. Das war irgendwie, das war sehr interessant und spannend für mich. Die Frage, auf die ich jetzt hinaus will, ist, hast du dann Dendemann auch da im Zuge dieser Aufnahmen für die Platte dann das erste Mal kennengelernt? Oder? Nicht im Studio, ich habe sie im Büro von Yo Mama kennengelernt. Okay. Und damals war noch DJ Rabauke, der DJ von Fettes Brot. Mhm. Und der hatte sich dann halt da ausgeklinkt, um mit Dendemann 1-2 zu gründen. Mhm. Und ich habe sozusagen den Werdegang halt von der Sport-EP halt miterlebt. Mhm. Und und die haben, glaube ich, Mal sehen auch ziemlich gefeiert. Das kam vorher raus. Mhm. Und so haben wir uns halt kennengelernt und dann haben wir Nummern ausgetauscht und Beats hin und her geschickt auf Tape. So kamt ihr dann zusammen. So also auf der Sport-EP hast du noch nicht produziert? Nein. Nein, okay. Und dann kam die sehr gut an. In Kombination wahrscheinlich auch mit zum Beispiel diesem Auftritt bei World Cup oder was auch immer. Ja. Also man merkte irgendwie, Dendemann ist so der Typ gerade oder 1-2 ist die Band oder wie auch immer, um die sich alles dreht oder über die jeder spricht. Wie seid ihr denn dann dieses Projekt Album angegangen? Weil was viele, glaube ich, gar nicht wissen ist, dass du ja eben mit Danke gut und Hand aufs Herz zum Beispiel eben eigentlich so die essentiellen Stücke dieser Platte, die ja dann auch als Single veröffentlicht wurden, irgendwie produziert hast oder mitproduziert. Nee, die sind von mir. Komplett produziert. Warte mal, Danke gut ist von mir und Hand aufs Herz haben wir zusammen gemacht. Mhm. Genau, erzähl doch mal. Also wie seid ihr dieses Projekt Gefährliches Halbwissen angegangen? Also nachdem die EP draußen war und die Anklang fand, war natürlich klar, dass sie halt eine ganze LP machen. Und André Luth gefielen meine Sachen, die ich gemacht habe. Zu der Zeit habe ich auch dann die SP-1200 bekommen, sodass die Drums und so noch rauer, noch dirtiger klangen. Mhm. Und habe dann massigweise Instrumentals gemacht. Mhm. Und den Jungs dann vorgelegt. Mhm. Und die haben sich halt die Sachen ausgesucht. Und so, ich weiß noch, Danke gut ist tatsächlich im Containerstudio entstanden. Da habe ich nur den Sample auf der Platte gefunden. So, hier, das müsst ihr hören.
Und das hatte so ein bisschen den, den Flavor von Guess Who's Back, Rakim. Mhm. Diese Trompeten-Steps, so kurze Trompeten-Sachen. Das war gerade ein großer Hit in den Clubs in Hamburg. Und das haben sie alle gefeiert. Und ich hatte so was Ähnliches gefunden von einer anderen Platte. Mhm. Und dann sagten die so, oh, ja, das müssen wir machen. Das müssen wir machen. So haben wir dann halt noch Drums und noch ein paar andere Songs dazugehauen. Und das ging dann relativ schnell. Mhm. Okay. Wie war das denn dann sozusagen zu sehen, wie da ein komplettes Songs draus wurden? Also der Beat ist das eine, aber dann kamen eben auch Torch Cuts dazu zum Beispiel und vor allen Dingen eben auch die Raps von Dendemann. Wie hast du das so erlebt, wie sozusagen aus dieser, diesem musikalischen Impuls, den du da gesetzt hast, dann eben so ein fertiges Endprodukt wurde? Mhm. Wie habe ich das erlebt? Ich meine... Oder empfunden. Es war natürlich jedes Mal, wenn man wenn ich damals in Studio war, das so halt so eine leichte Aufregung. Weißt du, man ist da, man macht was und man weiß auch, dass es veröffentlicht wird, weil man weiß, dass da ein Album kommt. Man ist drinne und weiß, dass man da was macht, was auch rauskommt. Und das ist natürlich aufregend, gerade zu der Zeit, wenn man noch relativ jung ist. Mhm. Das war schon spannend. Mhm. Also, weil ich ja auch diesen Drang hatte, das zu machen. Mhm. Ich weiß, die ersten Beats, die ich gemacht habe, da ging es ja gar nicht ums Geld. Ne? Das war einfach nur der Hype irgendwie, der Spaß daran, die Platte nachher in der Hand zusammen mit dem Namen unten, ganz klein in der Ecke. Mhm. Das war schon ein Highlight. Mhm. Und die Sachen, die da entstanden sind, die Beats, die auch Rapauke und Daniel und Dende da gemacht haben, das waren auch schon Kracher. Also man hat gesagt, so, okay, so ein Ding, ich muss das versuchen, das zu toppen. Und dann nach Hause gegangen und neue Samples gesucht und was so versuchen, gegenseitig sich hochzupushen. Mhm. Mhm. Also eine gesunde Competition. Ja, irgendwie. Auf jeden Fall. Okay, verstehe. Wie hast du die beiden so in ihren jeweiligen Rollen wahrgenommen? Also Dendemann ist ja ein sehr introvertierter Mensch, der sehr sensibel ist, auch weiß, was er will. Gerade zu der Zeit war das ja so, dass er seine Texte, seine Verse in einem durchrappen musste. Also nicht zwei Lines und dann... Nein. Es wird in einem durchgerappt, so war das halt. Und wenn da ein T nicht richtig ausgesprochen wurde, dann wurde es nochmal gemacht. So, ich weiß noch, dass ich irgendwann später auch von einem Take, da war es, glaube ich, der 300. Take irgendwie. Und also wo du sagst so, okay, ich packe schon mal die Sachen beiseite, die Takes, die ich gut finde, wo ich gesagt habe, oh, hier ist er super durchgekommen. Dann hatte er so durchprobiert und ich hatte schon 7 gespeichert. Und dann ist er rausgekommen, hat er sich angehört. Nee, das war es noch nicht. Dann ist noch mal rein. Bis hinterher, das war schon relativ lang dann. Aha. Also, das war schon ein Song, dann den ganzen Tag immer nur die Raps aufnehmen. Wahnsinn. Ja, also der ist schon Perfektionist, was das angeht. Ja. Zu der Zeit noch mehr. Okay. Hat er im Studio geschrieben dann? Oder? Ich glaube, der hat meistens zu Hause geschrieben. Okay. Im Studio werden dann nur noch gefeilt an den Sachen. Und Rabauke, so was, also wie hast du seine Beats damals? Was mochtest du an denen? Rabauke, auch super sympathischer Mensch, sehr höflich und sehr freundlich, hat die Sachen zum Beispiel Danke gut. Den ich ja vorgelegt habe, den hat er im Grunde genommen arrangiert. Und erst im Nachhinein habe ich richtig gecheckt, was er da auch noch dazu gemacht hat. So, dass er via das Arrangement, das Sample nochmal anders eingespielt oder nochmal anders gesetzt, wo ich dachte, wow, das hört man so im ersten Moment gar nicht. Aber wenn man dann drin ist und ich dachte, nee, Alter, ich hatte das noch einen Tick anders und er hat dann noch was verändert und so. Und das aber, das war schon richtig cool. Er hatte schon guten Geschmack gehabt. Ja, guten Geschmack. Ich glaube, das trifft's gut. Ich glaube, das ist, was auch diese
Platte, eigentlich beide Platten irgendwie, also beide Alben irgendwie ausmacht. Guten Geschmack, musikalisch als auch textlich irgendwie. Ja. Wie war das mit den Cuts? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass teilweise auch die Songs von 1-2 um die Cuts herum sozusagen geschrieben wurden. Ja. War das so? Okay. Dannemann ist ja sowieso ein großer Deutschrap-Fan. Mhm. Und ihm war es wichtig, dass die Cuts meistens aus deutschen Hip-Hop-Platten sein sollten. Mhm. Und er hatte hier und da welche gefunden und wir haben auch versucht, die Sachen, dass es A Cappella sind. Meistens waren ja auf den Maxi-Singles noch A Cappella-Versionen von den Songs, dass die gecuttet werden und nicht die mit dem Beat drunter, weil da ja noch so viel Sound im Hintergrund ist. Mhm. Deswegen sind die auch so klar zu hören, die Cuts auf deren Alben. Mhm. Und sie haben die auch nie gepitcht oder schneller gemacht, langsamer, damit es passt irgendwie. Ich glaube, der rappt das auch irgendwo in einer Textstelle, wir pitchen sie nicht tot und so. Das war schon okay. Mhm. Ich habe hier eine Textidee und er hat sich natürlich auch alle Sachen angehört von den anderen Jungs und gesagt, okay, hier, das kann ich nutzen für den Text. Mhm. Und da hat er sich schon große Gedanken gemacht. Mhm. War das bei dir auch so? Warst du auch damals ein großer Deutschrap-Hörer? Wir haben nämlich jetzt gerade eine Sache unterschlagen, nämlich dieses Remix-Tape von 98. Das war ja noch davor eigentlich. Ne? Das stimmt. Das, genau. Auf Kassette, quasi A-Seite. Jetzt muss ich gucken, dass ich richtig hinkriege. Auf der A-Seite waren es, glaube ich, Deutschrap-A Cappellas mit US-Instrumenten. Ja, das weiß ich selber nicht mehr so genau. Okay, ich glaube, das waren... Also eine Seite so, eine so. Ah ja, das waren deutsche A Cappellas auf Ami-Beats und dann Ami-A Cappellas auf deutschen Beats. Genau, und ganz am Schluss gab es noch so ein kleines Break-Quiz. Genau, Du so ein paar Dinger sozusagen eben angespielt hast und man konnte sich dann seinen eigenen Reim darauf machen, wo die in welcher Form verwendet worden sind. Genau, das weiß ich. Das Tape habe ich gemacht zur Tour. Fettes Brot Support war 1-2. Das war die dritte LP von Fettes Brot. Deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Fettes Brot lässt grüßen. Ja, stimmt. Genau, das war die EP und dazu gab es eine Tour und 1-2 war Vorgruppe. Mhm. Und da bin ich mitgefahren. Okay, und das heißt, du hast das schon immer alles auf dem Schirm gehabt, was so passierte an Deutschrap-Sachen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Auch nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich und später auch noch Schweiz. Später auch die Schweiz, richtig, das ist ja auch in die Richtung deine Fühler ausgestreckt. Mhm. Ja, was war das so, sagen wir mal Ende der 90er bis um die 2000er rum? Was war das für eine Zeit für deutschen Rap? Ich würde sagen, das war echt die Blütezeit, weil jeder da versucht hat, den noch krasseren Reim, den noch perfekteren Beat hinzukriegen. Mhm. Das war Sport. Mhm. Das war Sport. Wer ist der besser? Wer ist schneller? Wer kommt weiter? Mhm. Das war der Ansporn. Mhm. Ich weiß noch, dass wir irgendwann mal im Studio, im Containerstudio waren und dann die ersten Releases aus Österreich uns angehört haben von Texter. Mhm. Total Chaos, die erste EP und das dampfende Ei, glaube ich, auch noch. Das war auch aus Österreich. Das waren so zu der Zeit, wo du gesagt hast, oh, Alter, guck mal hier ist aus Österreich, was geht da? Ne, lass mal da hören, was da so geht. Und was wir ja noch unterschlagen haben, war ja noch, dass ich eine Gruppe aus Krefeld, Hör zu, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Sagt dir der Name? Klingelt's bei mir, ja, aber erzähl mal. Eine Krefelder Hip-Hop-Band, die sehr früh, die mir aufgefallen ist, weil sie sehr früh mit Doppelreimen gearbeitet haben. Das war für mich eine der ersten Gruppen. Am Anfang war das ja mit den deutschen Raps so ein bisschen holperig noch. Mhm. Da fehlte hier und da noch so ein bisschen der Wortfluss und so. Mhm. Und ich habe es empfunden, dass die Jungs von Hör zu zeitgleich auch mit Tone Concrete Finn, die damals sehr darauf geachtet haben, Doppelreime zu benutzen. Also sprechen wir jetzt eher so mehrsilbige Reime. 93, 94 rum, oder? Nee, 93, warte mal. Ich kam auf jeden Fall 93 raus. Ja. Und dann das konkret 95, glaube ich, war Ritter der Schwafelrunde. Das war die erste LP von Hör zu. Ah, okay. So. Okay, aber das ist wirklich früh, 95. Ja. Und da ist es mir aufgefallen, die habe ich dann auch bei World Cup gesehen. Mhm. Und da dachte ich so,
Oh ja, da kommt Fluss rein, in den Wortfluss. Mhm. Und ich glaube, auf der Rückseite von der Platte war tatsächlich die Telefonnummer von dem einen Rapper. Und da habe ich mal angerufen einfach und habe gesagt, so, dass ich die Sachen geil finde. Und habe damals einen Mix gemacht von der Platte irgendwie, da die Bässe und alles rausgehört, nur dass man da die Stimmen zu hören sind und ein Beat von mir drunter gepackt. Aha. Und so kam das dann zustande. So, dann haben wir uns dann mal getroffen, dann sind wir zusammen zu Popcom gefahren, um da mal ein bisschen zu schnuppern. Und die waren befreundet mit den Jungs von Total Chaos, mit Clemens Fantor und DJ DBH. Da habe ich die Jungs halt kennengelernt. Und haben uns auch gleich angefreundet, waren auf der gleichen Wellenlänge. Und denen habe ich dann halt ein paar Beats geschickt. Und die haben sich dann auch drei ausgesucht. Und so kam es dann, dass ich dann meine SP eingepackt habe in so einen riesigen Koffer und bin dann halt nach Innsbruck gefahren mit dem Zug. Und haben da die Stücke bei denen im Studio aufgelegt. Du sagst gerade, durch dieses Doppelreim-Ding bekam das sprachlich irgendwie ein bisschen mehr Fluss. Ja. So, und es war ja nicht nur auf der sprachlichen Ebene davor abgehackt dann und wann, sondern auch auf der musikalischen. Es war ja gerade zu Beginn viel, also es klingt für mich sehr viele Sachen sehr holprig, sehr Britcore beeinflusst irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise. Es fehlt irgendwie so ein bisschen die Wärme und so ein bisschen. Es fehlt ja einfach halt auch das Know-how, wie man im Studio, wie man was macht, wenn wenn man bedenkt, die Maxi-Singles aus Amerika, die dann kamen, wie laut die waren, weißt du, wie hart die Beats waren, die kamen ja richtig rausgeschossen aus den Lautsprechern und das hat man halt versucht nachzumachen und man hatte nicht das Know-how, das so hinzukriegen, wie die das gemacht haben. Weil einfach und, nur lauter drehen ist es nicht. Nee, ist es nicht. Ja. Nee, ist es halt eben nicht. Und das hat man halt versucht nachzumachen. Wieso klingt das bei denen so krass? Eine Sache war ja, dass sie sehr zu der Zeit auch sehr viel die SP-1200 benutzt haben, die Drum Machine, die ja auch mega Wumms hat. Als ich sie gekauft habe und die dann getestet habe gegenüber den anderen Sampler, dachte ich so, Mann, was ist das für ein Unterschied? Was kommt da raus? Dann dachte man so, wow, das ist es. Und das war es aber auch dann nicht. Das gehört ja dann, ne, wenn das fett bei dir zu Hause klingt, heißt es ja noch lange nicht, dass es danach nach dem Mastering oder auf der Platte auch so klingt. Da fehlt ja das Know-how. Und ich weiß auch noch, viele sind auch damals auch rübergegangen, um die Sachen da zu mischen, um da auch mal über die Schulter zu gucken. Die Sport-EP von 1-2 ist in Amerika gemischt worden. Ich glaube, die erste Specs-LP ist auch in Amerika gemischt worden. Ich glaube, ja. Ja, so. Und da haben halt die Leute mal rübergeguckt und mal geschaut, wie machen die das? Wie kriegt man hin, dass es knallt? Ja, dass es so knallt, genau. Gab es denn jemanden, Produzenten, wo du sagst, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gemerkt, okay, jetzt kommt langsam irgendwie hier auch ein bisschen das an, was wir schon lange versuchen? Also viele Leute sagen ja, Fenster zum Hof oder Kopfnicker zum Beispiel sind so Initialzündungen gewesen für so einen Sound. Aber vielleicht gibt es auch andere Platten oder andere Produzenten, bei denen du bist. Meinst du speziell aus Deutschland, Jens? Genau, ja. Okay. Ich weiß, die Kopfnicker und die Fenster zum Hof haben wir natürlich super gefeiert, weil der Sound ja auch super war. Die haben das sehr gut hingekriegt und ich weiß noch, dass wir die auf der Tour die Instrumentals gespielt haben von der Kopfnicker laut auf der Bühne und das hat schon richtig geknallt. Und dass wir so sollte das eigentlich klingen. Und natürlich auch dann, wenn man jetzt rüber guckt, ich glaube, der erste Produzent, die ersten Produzenten, die mir so einfielen, war natürlich die Premier und Pete Rock. Damals mit CL Smooth zusammen, All Sold Out, die LP, die EP. Das war auch schon so, das war da, die Instrumentals gingen mir richtig gut rein. Und das war auch schon gesagt, sowas in der Art muss ich auch versuchen.
Okay. Ich finde auch aus Deutschland Sepperlot, erstes Blumentopf-Album. Das war auch auf jeden Fall was anderes als das, was davor kam. Wobei ich da immer noch sagen muss, auf der ersten Blumentopf-Platte schreien die Rapper total alle miteinander. Wenn man die sich jetzt nochmal anhört, wie als wenn das Mikro am anderen Ende des Raumes steht. Ich weiß nicht genau, wie das zustande kam. Das muss ich irgendwann mal noch in Erfahrung bringen. Über Blumentopf sprechen wir gleich noch. Vielleicht können wir nochmal zurück zu 1-2 gehen und dann so ein bisschen chronologisch weiter voranschreiten. Mhm. Für mich, der damals, ich meine, ich war noch nicht wirklich, ich wusste noch nicht, dass ich journalistisch tätig werden möchte, als ich das erste 1-2-Album gehört habe. Für mich war das gar nicht so richtig erkenntlich, was du da drauf produziert hast. Klar habe ich die Credits gelesen, aber für mich waren 1-2 immer einfach nur Dendemann und Rabauke. War das für dich ein Problem oder wie hat sich das angefühlt sozusagen, dass irgendwie immer nur über die beiden gesprochen wurde, obwohl du da auch deine Finger mit im Spiel hattest? Nee, das war überhaupt kein Problem für mich. Ja. Also das war ja klar, dass ich selber ja in keiner Gruppe war oder auch nicht die Ambition hatte, irgendwie in der Richtung tätig zu werden. Ich habe einfach nur Instrumentals gemacht bei mir zu Hause und die dann halt angeboten. So, das war mir jetzt nicht wichtig, dass bei der LP jetzt nicht über mich gesprochen wurde. Da glaubt das, das Ego ist da nicht so groß. Ja, okay, verstehe. Jetzt überlege ich gerade, kam dann erst das Nico Suave-Album oder kam erst das Blumentopf-Album, wo du Liebe und Hass drauf produziert hast? Das ist eine sehr gute Frage. Also das Nico Suave-Album kam 2001. 2001, nee, ich glaube, zuerst kam Blumentopf. Ja, ne? Ja. Wie kam das zustande? Das ist ja der einzige Beat auf der ganzen Platte, der nicht von Sepperlot ist, soweit ich richtig recherchiert habe. Ist das da großes Kino und Liebe und Hass, meinst du das? Genau, richtig. Ja. Ja. Tatsächlich, das weiß ich gar nicht. Ich, 1A ist das Album aber. Ah, ne? Und dann 1A, ist es vielleicht ja, doch stimmt. Später. Großes Kino, ja, großes Kino war es an. Ja. Ziehen sich hier die Lücken auf. Ja. Aber, naja, egal. Ist auch schon so lange her. Genau, wie kam das? Blumentopf habe ich auf einem Konzert von Fettes Brot, glaube ich, kennengelernt. Die kannten sich schon. Mhm. Ja, wahrscheinlich über Wildwechsel und so. Ne? Ja. Und auf dem Konzert habe ich Sepperlot kennengelernt und der hatte halt in Erfahrung gebracht, dass ich dir ein, zwei Stücke beigetragen habe zu den Alben und 1-2 Sachen und so haben wir uns halt unterhalten über, was hast du für einen Sampler und was und die ganzen Sachen da drumherum. Und die waren auch, die sind ja auch befreundet mit die Total Chaos Jungs aus, aus Innsbruck. Und die Sachen haben sie damals auch gehört und haben mich auch mal eingeladen, vorbeizukommen und mal ein bisschen rumzuschnipseln. Und das weiß ich noch, dann bin ich mal nach München gefahren, da haben, ja, das war in Freising, das ist nördlich von München, da haben die alle zusammen in einer WG gewohnt. Haushalt 2000 hieß das, genau. Richtig, habe ich neulich das erste Mal erfahren, ja. Haushalt 2000, da haben sie alle in einem Haus in Freising gewohnt und mit einem Studio und da haben sie halt die Sachen produziert. Und dann bin ich mal eine Woche vorhin gefahren und dann haben wir, glaube ich, den Track gemacht und noch einen Remix. Ich glaube, ich habe von irgendeinem, nee, zwei Stücke und einen Remix haben wir dann zusammen gemacht. Jetzt sagst du gerade, vorbeikommen, rumschnipseln, Wie lief das denn dann ab? Also du bist da rein und dann haben die Jungs Samples rangekarrt oder hattest du die dabei oder wie stellt man sich das vorzustellen? Jetzt, und jetzt, wo du es gerade fragst, erinnere ich mich noch ganz genau. Kurz bevor ich losgefahren bin, hat mich Sepperlot gefragt, wie wir das denn machen wollen. Und dann habe ich gesagt, wir machen das ganz einfach, ich bringe nichts mit. Wir gehen vor Ort bei euch in München Platten shoppen und mit den Sachen gehen wir ins Studio. Und so war das dann, dass wir in Best Records waren. Das ist einer, so ein angesagter, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Supergeiler Schallplattenladen, ziemlich klein, aber sehr ausgewählte und schöne Sachen dabei. Und da haben wir halt den ganzen Tag verbracht, bis jeder mit einem fetten Stapel Platten an den Tresen gegangen ist. Und dann sind wir nach Hause gegangen und haben halt die Stücke gesagt, guck mal, das hier habe ich gefunden und das hier, was hältst du davon? Und hier, bis wir dann die Stücke dann zusammen haben, hatten. Also ich bin ohne was hingegangen. Wir haben das da gemacht. Und mit einigem wieder nach Hause gefahren. Ja. Okay, verstehe. So, genau. Und dann hast du aber eben auch mit Nico Suave ganz viel für sein Debütalbum gemacht.
Nico Suave habe ich kennengelernt durch Dendemann, aha, denn die beiden sind ja zusammen aufgewachsen in Menden. In Menden, genau. Und es kam so Nico Suave, dass er Sachen gesammelt hat, oder besser gesagt, sein damaliges Label Octopussy wollte halt eine Platte mit ihm machen. Mhm. Weil die hatten schon, Nico Suave hatte, glaube ich, auf der ersten 1-2-LP auch einen Track. Sternzeichen Krebs. Krebs, den ich auch produziert habe. Mhm. Da habe ich ihn kennengelernt und er hat gesagt, dass er eine LP machen möchte und meine Beats toll fand und ob wir da nicht zusammen was machen könnten. Mhm. Und so haben wir, habe ich ihm Tracks vorgespielt und gesagt, pass mal auf, ich schaffe jetzt in der so schnell nicht so viele gute Sachen, weil ich zu der Zeit auch noch gearbeitet habe. Dann habe ich gesagt, wir rufen mal ein paar Freunde an und lassen uns auch mal Beats von denen zuschicken, mal gucken, was da geht. Und so ist es auch nicht, dass ich die ganze Platte produziert habe, sondern meine Stücke, ich weiß gar nicht, 6 oder 7, und die restlichen haben wir dann halt ausgesucht von den anderen. Das sind von Dennis Kraus von Backspin, der hat auch 1-2 Stücke gemacht. Das wusste ich nicht. Mhm. Obwohl ich es bei Discogs studiert habe, ist mir das entgangen. Gibt's ja nicht. Dennis Kraus und Backspin hat 1-2 Stücke beigesteuert. Okay. Und Holunder hat, glaube ich, auch. Ja, das wusste ich genau. Ja, Holunder hat da noch so, man war mit denen, wenn sie mal auf Tour waren, war man da, hat man die besucht auf Tour und mal ausgetauscht und sag mal, hier, wir wollen hier eine Platte machen, habt ihr noch Instrumentals und so, mal durchhören und sagen, der ist geil, das ist ein guter Beat, hier, darauf solltest du rappen, dann hatten wir halt unsere 13, 14 Stücke. Ich habe die Platte neulich nochmal gehört und die klingt unglaublich jazzig irgendwie, also noch viel mehr als die Sachen auf der 1-2-Platte zum Beispiel. Ja. Auch, wenn ich richtig recherchiert habe, weil da eben auch Live-Musiker irgendwie mit gespielt haben. Ja. Wie kam das zustande, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt nicht einfach nur Drums und Loops, sondern eben auch mal was Organisches, Echtes, live eingespieltes? Das war so, dass man, dass ich unbedingt ein Saxophon haben wollte jetzt auf irgendeinem Stück und habe halt gesucht und irgendwie nichts gefunden. Also quasi ein passendes Sample zu einem schon existierenden Sample. Genau. Ja, weil das ist ja eigentlich, da habe ich auch mit Falk von Doppelkopf neulich nochmal drüber gesprochen, der meinte auch, als sie an dieser Von Abseits-Platte gearbeitet haben, war das ein, also es ging gar nicht unter 2 Samples, die übereinander laufen, zumindest an manchen Stellen im Song. Also es ist ja lange auch eben sozusagen eine, wie sagt man denn, jetzt fällt mir nicht richtig der richtige Begriff ein. Also darunter ging es auf jeden Fall nicht. Das war quasi etwas, was zu erreichen galt. Aber das ging halt auch nicht immer. Nee, das ging halt nicht immer, weil man suchte halt und wenn man muss ja auch tonal stimmen. Mhm. Ne? Und wir im Grunde genommen hatten wir damals wie auch heute auch nicht so viel Ahnung von Harmonien. Mhm. Und wenn man da was drauf hatte, so, dann war das vielleicht in einer anderen Harmonie und das passte einfach nicht. Und man hat weitergesucht und dann war man halt irgendwann frustriert und gesagt so, okay, ich finde hier keinen Bass für diesen Teil, aber wir haben noch neulich den Bassisten kennengelernt. Lass uns den mal doch mal einladen, mal gucken, was er dazu spielen kann. Mhm. Und so fing das an, sodass man auch Musiker mit reingenommen hat. Und die haben sich das dann, also für die Leute, die sich das nicht vorstellen können, dann kommt dann jemand mit seinem Bass, hört sich das an und gute Musiker im besten Fall hören ja raus, was für eine Tonart das ist und können das sozusagen dann auf ihren Bass umwandeln. Genau, oft, oder ihr Instrument. Ja, oft war es auch da so, dass wir uns das ja egal war irgendwie. Wir haben was gesampled und wir hatten einen Drumloop und dann haben wir das Sample an den Drumloop gepitcht, was natürlich voll falsch ist, weil das danach im Vierteltonbereich landet irgendwie, weißt du? So, und dann kommt der Bassist rein und sagt so, ey, was geht denn hier? Das ist ja überhaupt nicht, das passt nicht. Ich kann nicht spielen dazu, das ist, weil das tonal nicht tonal richtig ist. Und den Bass wollte er eh nicht umstimmen, weil das dann halt für ihn ja falsch ist. Also das ist eine, so kann man es dann auch dann sagen, okay, wir machen das so, wir machen das jetzt andersrum. Den Drumloop passen wir an das Sample an. Und wenn wir das Sample pitchen, pitchen wir es halbton.
Also wenn du es auf, sagen wir, auf C1 auf der Tastatur, auf dem Keyboard hast, sodass du einen Halbton höher gehst und das Drum Loop dann da anpassen. Halbton höher ist ja kein Problem, aber dazwischen, dann wird es halt schwierig für Musiker, die dann sagen, nee, das ist tonal nicht richtig, kann ich nicht so spielen. Würdest du sagen, dass da bei den Arbeiten an dieser Platte auch so ein bisschen für dich, dass da ein neues Bewusstsein geschaffen wurde bei dir für Musik? Auf jeden Fall. Wie das alles funktioniert und zusammenhängt? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil man dann auch den Musiker sagen konnte, so, pass mal auf, das nicht so, spielen wir das mal so und so. Mhm. Weil man das vielleicht, wenn das eher ein Jazzbassist war, der so jazzig, die spielen ja meistens sehr viele Noten, dass du sagst, pass mal auf, nicht zu viele Noten, lass die Note auch mal stehen. Und das muss ein bisschen funkiger klingen, vielleicht mal kurze Sachen, aber halt nicht zu viele Noten. Und sodass man daraus lernen konnte, dass man sagt, okay, man muss die Leute auch dirigieren, man kann sie auch mal alleine lassen, ich biete mal erstmal an, was du so denkst, und dann um denen dann zu sagen, okay, cool, aber mach mal so und so, spiel mal so und dann nicht zu viel, so dass man halt so zusammen das findet, was man eigentlich haben möchte. Hast du da dann auch schon angefangen, selber Instrumente zu lernen? Also Klarinette spielst du ja? Oder kam das erst später? Das kam erst viel später. Okay. Angefangen habe ich tatsächlich mit dem Bass. Irgendwann habe ich mir mal einen Bass gekauft, weil ich halt auch die Bässe selber einspielen wollte. Die Klarinette kam viel später. Okay. Die kam viel später. Aber diese Idee, auf ein Sample jemanden was spielen zu lassen, die hast du dann bei deiner nicht vollständigen LP sozusagen weiterverfolgt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also LP nicht vollständig war sozusagen dein erstes richtiges eigenes Release. Ja. Auf dem Rapper mit drauf waren, Curse war mit drauf, Dendemann natürlich, Blumentopf, aber es waren eben auch Beat Loops oder einzelne Produktionen von dir eben mit drauf. Nicht vollständig, weil es eben keine ganze LP war, nee, aber auch keine richtige EP. Keine EP, das ist auch irgendwie dazwischen. Ja. Es waren, ich glaube, insgesamt 33 Minuten, was ja genauso, es ist mehr als eine EP und viel weniger als eine LP. Und ich weiß noch, dass der Name auch zustande kam, dass André Luth die ersten Sachen mal hören wollte, die ich so für die Platte produziert habe. Und dann hatte ich halt die Sachen auch, auf CD gebrannt und dann draufgeschrieben, LP nicht vollständig. Ich habe es fast vermutet, ja. So, dass die Sachen, okay, das sind so die ersten Sachen, aber sie ist noch nicht vollständig. LP nicht vollständig. Ja. Und dann meinte ich, das ist doch der Titel. Der ist so, und das reicht. Ja. Wir wollen, die Sache war ja auch so, was wir auch noch gelernt haben, warum auch, um nochmal zurückzukommen auf die Lautstärke der Platten auch aus Amerika, ist, die Breite der Rille. Eine Maxi-Single hat ungefähr 15 Minuten Laufzeit auf einer Seite. Eine LP bis zu 30 Minuten. Da ist aber die Rille schmaler und dadurch ist die Platte leiser. Also je breiter die Rille, desto lauter der Sound. Und das war das Ziel auch, an den 15 Minuten zu bleiben, damit die Rille breit genug war, damit es lauter ist. Okay. Ja. Deswegen dann auch nur, dann haben wir gesagt, wir machen jetzt nur eine LP, 15 Seiten hier, deswegen fast 33 Minuten, sodass wir die breiteste Rille haben. Aber dann ist es keine LP, denn die meisten LPs, wenn du sie richtig gut auf breite Rille haben, wird es immer eine Doppel-LP. Ja. Ne? Denn das war ja auch das Ding, dass die gefährliches Halbwissen und die ganzen anderen Platten, das waren ja immer Doppel-LPs. Stimmt, ja. Deswegen, das war der Grund, damit die Rille breit genug ist. Verstehe, okay. Du hast für das Album dir auf jeden Fall zum Beispiel Ladi Geißler und Wolfgang Schlüter hereingeholt. Vielleicht kannst du zu den beiden mal was sagen. Ich glaube, dass der geneigte Hörer nicht unbedingt weiß, wer das ist, beziehungsweise war. Ladi Geißler ist einer, oder wenn nicht einer, der
erste Nachkriegsgitarrist in Hamburg gewesen, der für Bert Kempfert gespielt hat. Bert Kempfert ist ein Komponist aus Deutschland, den viele nicht auf dem Schirm haben, aber der unglaubliche Welthits geschrieben hat, wie zum Beispiel Strangers in the Night. Und also richtig große Hits geschrieben hat, weltweit. Das reicht ja fast schon. Ja. Der aber in Deutschland relativ wenig Erfolg hatte, dafür aber in Amerika umso mehr. Im Grunde genommen für fast das genaue Gegenteil von James Last, der in Deutschland und in anderen Ländern viel Erfolg hatte, aber Amerika nicht so sehr. Und es gab, Lade Geisler war zuständig für diesen Knackbass. Das war so eine Sache, die haben das empfunden. Es gab damals so das Problem, dass wenn sie den Bass zu laut hatten bei Produktion und die auf Platte gepresst haben, dass die Welle so groß war, dass die Nadel immer gesprungen ist. Da gab es viele Rückrufe dann, dass jede Platte, die du angespielt hast, wenn der Bass zu laut war, dass die Platte, dass die Nadel dann halt springt. Und wenn es dann zu leise war, dann fehlte halt der Bass. So, das war dann halt eine technische Hürde, die sie damals hatten. Und die haben das dann halt so hingekriegt, dass sie eine zuerst tiefer gestimmte Gitarre hatten oder danach den E-Bass mit Plektron gespielt haben. Und dadurch hatte er so einen kurzen, harten Attack. Das war so die typische Bass-Sound von Bert Kempfert. Und dafür war Lade Geisler zuständig. Und wie es der Zufall will, als wir damals im NHB-Studio in Langenfelder Straße waren, da war Bubbles von Doppelkopf, der hatte sein Studio dort. Und zu der Zeit habe ich angefangen, meine Platte zu produzieren, die LP nicht vollständig. Und ich habe mir da mal Beats angehört und mal getroffen, mal unterhalten und so. Und als mal die Musik dann aus war, hörte ich diesen halbakustischen Gitarrensound. Der kam von irgendwoher. Und dann fragte ich so, wo kommt das her? Was ist das? Das ist halt so George Benson Gitarrensound. Typische, so eine halbakustische Gibson. Und dann sagte ich, ja, das ist der ältere Herr, der hier nebenan, der hat auch ein Studio und der unterrichtet halt Leute. Und dann habe ich einfach an die Tür geklopft. Und aufgemacht und gefragt, so, das ist ein sehr schöner Sound, das klingt wunderbar und ich suche so einen Sound, ich würde gerne aufnehmen. Und so habe ich ihn kennengelernt, ich habe ihn direkt angesprochen und er hat Unterricht gegeben an jemanden. Und dann meinte er, pass mal auf, ich bin hier in einer halben Stunde fertig, dann kommen wir nochmal rein. So habe ich ihn kennengelernt und ihn sozusagen halt ein bisschen Hip-Hop näher gebracht. Und dann habe ich ihm gesagt, guck mal, ich habe hier ein Loop, ein Sample, so nennt man das bei uns. So, da ändert sich nicht viel. Und da hätte ich gern deinen Gitarrensound da drauf. Wie fand er das? Für ihn war das interessant, das ist was anderes. Er hat ja vorher noch nie mit Hip-Hopern gearbeitet. Wie alt war er zu dem Zeitpunkt? Boah, ich glaube, das war schon die 70, ja. Da war höchst interessiert, wenn wir uns dann unterhalten und so. Warum ich ihn angesprochen habe und ich habe gesagt, du, Gitarren, ich liebe diesen Gitarrensound, ich liebe George Benson und Joe Pass. Und dann sagte er halt, ging kurz weg und holte ein Foto mit Joe Pass und ihm selber. Joe Pass ist ein Freund von mir, sagte er. Und übrigens, wir nehmen hier gleich die Spur auf mit dem Lautsprecher von Joe Pass, den hat er mir überlassen. Und ich so, Alter, wie geil ist das denn? Also das war echt so, pff. Okay, machen wir. So kamen wir zusammen und der hat gesagt so, okay, lass uns mal was aufnehmen. Und dann haben wir halt in dem NHB-Studio, sind wir einfach ein Studio weitergegangen, ins Größere, und haben halt Crow und Pontra da aufgenommen, wo denn der Mann drauf rappt, auf meiner Platte. Da spielt Lade Geisler dazu. Du hast danach auch nochmal mit ihm zusammengearbeitet, da sprechen wir gleich noch drüber. Genau wie mit Wolfgang Schlüter auch. Vielleicht kannst du zu dem auch noch kurz was erzählen und wie der auf dieser LP nicht vollständig gelandet ist. Bei Wolfgang Schlüter war das so, ich hatte eigentlich auf der LP noch ein Instrumentalstück drauf. Eher so
angepeilt wie die 70er Jahre Jazz-Funk-Sachen. Das war komplett instrumental und das sollte eigentlich auf meiner Platte landen. Was dann nicht passiert ist, weil André Lud gesagt hat, das passt einfach nicht zu dem anderen. Das andere war halt alles nur Rap und das war halt so ein Jazz-Funk-Ding. Das passt halt stilistisch nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann behalte ich das weiter und habe das dann Ron Last gezeigt. Dem Sohn von James Last. Von James Last, den ich ja kennengelernt habe bei der Produktion Ruf mich an von Fettes Brot. Genau. Ja. Das war ein paar Jahre zuvor. Und wir haben halt noch guten Kontakt gehabt. Und dem habe ich ihm das vorgespielt und er sagt, was hältst du davon? Und er sagt, ey, das klingt super. Aber weißt du was? Was gut passen würde, wäre ein Vibraphon. Ich sage, ja, würde super passen, aber ich kenne keinen. Mhm. Dann pass mal auf, ich kenne einen. Und ich kenne einen ziemlich guten. So, und pass mal auf, ich regel das. Lass mal das machen. So haben wir das Studio gemietet. Ron hat Wolfgang Schlüter angerufen. Er ist vorbeigekommen, er hat den Song vorher nicht gehört. Er hat von Ron Last die Harmonie zugerufen bekommen, was es ist. Wir haben sofort gestartet. Er hat sofort losgelegt. Wir haben 3 Takes aufgenommen. Und ich wusste nicht mehr danach, welchen Take ich nehmen soll, weil alle 3 einfach Bombe waren. Wahnsinn. Und ich weiß noch genau, es gab einen Harmoniewechsel. Da musste ich, also ich saß bei den Aufnahmen direkt vor Wolfgang Schlüter im Aufnahmestudio und musste ihm die halt anzeigen. 1, 2, 3, wann der Harmoniewechsel kommt. Und beim ersten Mal habe ich es verpatzt, weil ich so beeindruckt war, ihn spielen zu sehen. Ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gesehen hast. Wenn er am Vibraphon ist, ist wie ein kleiner Junge, der fasziniert Töne raufkloppt. Es ist also, es ist unglaublich, ihn zu sehen und ihn zu hören. Und ich war beim ersten Mal auch total beeindruckt und habe natürlich den Einsatz verpasst. Und dann mussten wir es halt nochmal machen. Habe ihm das angezeigt und das ging dann beim zweiten Mal wie geflutscht. Also da hast du dann definitiv Blut geleckt. So auf jeden Fall. Richtung, ne? Ja, auf jeden Fall, mit Musikern zu arbeiten, weil das natürlich auch Lady Geisler und Wolfgang Stündner natürlich Vollblutmusiker sind, die denen du Ansagen machen musst, was du gerne hast und die das dann auch so machen. Und abliefern, wo du dann halt nicht mehr weißt, so, was du damit machen sollst. Also von jedem 3 Spuren, wo du sagst, oh Alter, ich würde am liebsten alles nehmen, das wäre aber ein 7-Minuten-Song danach, weißt du? Geht ja auch nicht. Wuchs dann in dir der Wunsch, vielleicht generell auch musikalisch das Ganze weiter oder in andere Richtungen zu denken, weil du ja gerade meintest, André Lud fand diesen einen Song jetzt nicht so gelungen für diese Platte, dass du dann überlegt hast, ob man vielleicht in die Richtung mal ein ganzes Album macht oder so? Ja, auf jeden Fall. Ist aber dann erstmal nicht passiert. Nee, das ist erstmal nicht passiert. Ich habe natürlich Ideen gesammelt dafür. Mein Bruder hatte da zu der Zeit ein Café und da haben wir gesagt, wir machen für dieses Café machen wir eine Scheibe. So nach dem Motto Café Del Mar ähnlich. Wollte gerade sagen, ja. So, da dachten wir dann, damit wir den seinen Laden halt ein bisschen pushen. Und habe dann in die Richtung produziert. Hauptsächlich habe ich Drums und Bass erstmal Ideen aufgenommen. Um dann mit anderen Leuten zusammen, pass mal auf, ich würde gerne einen Fender Rhodes hier haben. So, was fällt dir dazu ein? Spiel mir mal was und ich sag dir dann Bescheid. Und dann sag ich, ups, das ist eine schöne Stelle. Bau mal von da auf weiter. Und das macht dann natürlich, das macht richtig viel Spaß. Wenn man dann die Leute dann dirigiert und sagen kann, okay, das ist, habe ich im Kopf. Ja. Und die anderen müssen das dann halt irgendwie umsetzen. Habt ihr die Platte dann fertig gemacht? Die Platte hat sich lange hingezogen, weil das natürlich sehr viel Material war. Du musst dir das vorstellen, wenn die jeder 3, 4 Spuren einspielen, musst du dir halt dann daraus irgendwie ein Solo suchen, die besten Stellen raussuchen. Das kostet natürlich Zeit.
Und auf der Platte war im Grunde genommen nur die Drum-Sound programmiert, alles andere ist halt live eingespielt. Und es war dann halt wie so ein Mosaikbild. Das musst du dir ein Steinchen von da holen, ja. Von da halt. Im Grunde genommen wie das Sampling für Hip-Hop, nur halt auf einem anderen Level. Ja, mit Menschen vor allen Dingen. Ja, auch, mit Menschen. Nämlich nicht einfach nur mit dem Computer. Ja. Ja. Okay. Also ich nehme an, du hast da lange dann eben dran gearbeitet und parallel dazu ist dann aber noch eine andere Produktion entstanden, die die Leute wahrscheinlich kennen dürften, nämlich auf dem dritten Curse-Album, ja. Gleichgewicht. Gleichgewicht, mit, genau. Mit Stress und Trauma ist eine Co-Produktion von dir und Iman, der Square One-Produzent. Ja. Wie kam das denn zustande? Also Feuchte Aussprache war ein Song von Curse und dir auf deiner nicht vollständigen LP. Ja. Und aber wie kam dann eben das zustande, dass du mit Iman zusammen diesen Beat produziert hast und wie lief das vor allen Dingen auch ab? Ich glaube, das war nach der Square One-Platte. Kann das sein, dass es danach war? Ich gehe davon aus. Ich glaube, Innere Sicherheit kam 2003 oder 2004. Okay. Und Square One war ein bisschen früher. Ich habe irgendwann im Studio, im Tonofenstudio, damals noch von Sebi, Ruhe in Frieden, von Deichkind, der damals ein Tonofenstudio hatte. Also so hieß das Tonofenstudio. Und da hat auch 1-2 die erste Sportsachen eingerappt. Das Demo davon haben die auch da eingerappt. Und durch Sebi habe ich René Goldenberg kennengelernt von Showdown Records, ja. Genau. Und er kannte meine Sachen schon vorher und sagte dann irgendwie, ja, schön, dass wir uns endlich treffen. Ich finde deine Sachen toll und ich habe ja ein Label und junge, neue, hungrige Leute am Start. Und haben wir uns die ersten Sachen von Deichkind angehört. Und dann meinte ich, habe ich ja noch eine Band aus München, die hier dann die Sachen aufnehmen werden, dann komm doch mal vorbei. Und so habe ich Square One kennengelernt, über René Goldenberg, genau. Und wie kam es dann, dass Iman und du zusammen Beats produziert haben? Ich habe ja, als Square One die Aufnahmen gemacht haben. Für Walk of Life? Walk of Life. Viele Sachen sind dann im Boogie Park entstanden. Oder im Boogie Island sogar daneben. Das war noch ein kleineres Studio. Da hatte der Ali von Square One mal angefragt, so was ich noch so für Beats habe, ob er da was hören kann. Und dann habe ich ihm ein paar Sachen vorgespielt und er hat sich dann eins ausgesucht, das dann auf der Platte landete. Das war, wie hieß das Stück? From the Soul. From the Soul, das zweite Stück auf der RNLP ist von mir. Und das haben wir dann zusammen aufgelegt mit Iman im Studio. Und da haben wir dann halt drumherum gearbeitet. Ali hat eingerappt und Sebi hat die Sachen gemischt. Und zwar verdammt gut. Und ja, so ging es da weiter. Und Iman hat ja die Sachen für die ersten Sachen für Curse auch mitproduziert. Genau. Ja. Und wie der Kontakt zu Curse war, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ganz genau, wer das war. Ob das über Yo Mama kam oder über Iman selber, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Vielleicht auch über Götz Gottschalk? Nee, Götz Gottschalk habe ich nur ein paar Mal gesprochen. Achso. Gut, auf jeden Fall ist aber diese Produktion entstanden, eine sehr schöne Produktion, die finde ich sehr schön in diesen Sound des Albums irgendwie sich fügt. So. So, und danach hast du aber erstmal nicht so viel mehr in der Öffentlichkeit groß gemacht, oder? Nee. Wir haben jetzt auch natürlich noch ein paar Sachen unterschlagen, zum Beispiel hast du auch für Weit weg von Deichkind einen ganz tollen Remix gemacht. Genau, das war ungefähr zu der Zeit, als ich die René Goldenberg kennengelernt habe. Genau, eben. Und dann hast du erstmal, was denn, Pause gemacht oder einfach nur für dich selber Sachen gemacht? Oder wie? Ich habe ja sehr lange an diesem Album gearbeitet, an diesem Jazz-Funk-Album. Und da habe ich mich halt nur darauf konzentriert. Und die Platte ist ja auch nicht gleich veröffentlicht worden, als sie fertig war. Da gab es halt ein paar Probleme
mit Co-Produzenten mhm. Und so Sachen, sodass das erstmal in der Schublade landet. Mhm. So Streitereien wegen Beteiligung und alles mhm. Möglichen. Ist das dieses Unwind-Project? Das ist das Unwind-Project, okay. Genau. Das ist dann ja erst 2014 rausgekommen. 2014 ist es rausgekommen, fertig war es 2005. Okay. Mhm. Und das blieb dann erstmal in der Schublade und frustriert dadurch habe ich erstmal nichts veröffentlicht, mhm. habe aber immer weiter produziert. Mhm. So, da habe ich erstmal einfach mal eine Pause gemacht für mich. Mhm. So, da habe ich gesagt, mal gucken, was will ich jetzt eigentlich weitermachen und wo will ich hin? Mhm. Und so war das dann. Ich weiß gar nicht mehr danach, was danach kam. Ich müsste tatsächlich mal nachgucken. Ich hätte mal meine Diskografie mitbringen sollen. Ich habe die nämlich auch, also die gibt es ja nirgendwo komplett zusammengetragen. Aber ich habe tatsächlich eine Datei, die ich pflege zu Hause. Mhm. Und ich bin gerade bei, ich glaube, 135 veröffentlichten Songs. Mhm. Also ich habe viel Discogs-Recherche betrieben und Freunde gefragt, die irgendwie mir noch Songs zugetragen haben. Ich habe dann immer nur so ein bisschen Stichpunkte mir gemacht. Auf jeden Fall hast du dann 2014 mit Eloquent eben Sachen wieder gemacht. Zumindest das sind dann Sachen, die eben in der Öffentlichkeit passiert sind. Ja. Aber vielleicht noch eben zu diesen Unwind-Sessions. Mhm. Wenn das 2005 schon fertig war, es gibt da ja auch ein Video zu einem der Songs, in dem man auch eben die Leute, über die wir gerade schon gesprochen haben, aber auch H.P. Barnum zum Beispiel, irgendwie sieht. Mhm. Also ihr seid dann dahin und habt eben in, wo denn, in Florida? Nee, in Los Angeles. Los Angeles, ja. Habt ihr dann eben die Platte fertig gemacht, in diesem Zeitraum schon, bis 2005? Ja, fertig gemacht nicht. Ich hatte, die Platte ist zu einem Drittel in Deutschland, mhm. zu einem Drittel in der Schweiz mhm. und zu einem Drittel in L.A. produziert und aufgenommen. Okay. Und so habe ich halt die ganzen Spuren zusammengesammelt, mhm. um sie dann zu editieren. Mhm. Okay, gut. So, und dann hast du irgendwann das Eloquent-Album gehört, das Ich und dein Verhängnis. Ja. Und was hast du da gedacht? Ich hatte zu der Zeit noch nicht, gar nicht mehr so viel Deutsch-Rap-Sachen produziert. Mhm. Warum? Und also einfach nur eine Vermutung meinerseits, wenn wir jetzt so sprechen, 2003 eben Gleichgewicht für Curse noch, ist ja auch eine Phase gewesen, in der diese Art und Weise, wie du produziert hast, sowohl von der Machart als auch vom Sound her, mhm. Ist ja etwas gewesen, was nicht unbedingt mehr das war nicht der State of the Art, sagen wir mal. Genau, so, ne? Genau, es war jetzt nicht der Sound, der Zeitgeist-Sound, sagen wir mal. Mhm. Ja, ich fand, dass zu der Zeit die Qualität der Raps und auch der Beats wieder schlechter wurde. Mhm. So dass ich dann, ich meine, wie fing es dann, ich glaube, zu der, wann war die erste Kool Savage? Schon ein bisschen früher. King of Rap kam 2000, glaube ich. Nee, noch früher. Die erste LMS sogar. LMS, ja. Boah, 98, 97, 98. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja. Für mich war das irgendwie wie so ein Wendepunkt irgendwie von da an, weil davor war es für mich eigentlich war es eher sportlich angelegt, immer noch bessere Reime, immer noch besser und das war dann so halt, da kam richtig das härtere Dissen irgendwie mit rein. Mhm. So, was natürlich auch zum Battle Rap gehört und gehört halt dazu. Aber es war einfach nicht meins. Mhm. So, ich wollte eher lieber Geschichten hören. So, oder Statements vom Rapper oder so, was er zu sagen hat. Und nicht einfach nur gedisset. Das kann man auf dem Battle machen irgendwie, wenn man das live macht und so. Mhm. Auf Platte, weiß ich jetzt nicht, ist vielleicht am Anfang ganz lustig, aber das hat irgendwie keine Substanz später. Weißt du? Das berührt einen vielleicht am Anfang, aber danach ist dann nicht mehr so prickelnd, finde ich. Mhm. So, dass ich dann aufgehört habe, Sachen zu produzieren, weil dann alle dann anfingen halt so zu rappen wie Kool Savas. Mhm. So, und versuchen irgendwie irgendwelche Leute zu dissen, um dadurch irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Und zum anderen, musikalisch ging man auch komplett weg von warmen, organischen, samplebasierten Sounds hin zu Synthes, Plugins, genau. Kaltklirrend. Kaltklirrend, das war auch nicht mein Sound. Das war nicht mein Sound. Also
damit wurde ich nicht warm. Mhm. Obwohl ich sagen muss, es gab natürlich einige Produktionen, die ich gefeiert habe, speziell von den Kroaten. Kennst du die? Erinnerst du dich an die? Es gab eine Zeit lang da. Baby Dukes, Crow Knight. Ja, ja. Kool-Aid, glaube ich, so. Und sind die Sachen gemacht, die ich gefeiert habe. Die waren funky. Da war eine ordentliche Portion Funk mit drin. Mhm. Und die fand ich ganz geil. So, die haben auch für Master Ace was gemacht. Beautiful, was ich gefeiert habe. Das fand ich richtig geil. Mhm. Aber im Großen und Ganzen war das halt, weil der Synthi-Sound nicht mein Ding. Mhm. Mhm. So, ich ja selber auch, wenn Synthi mal ein Minimoog, weil der auch schön warm klingt. Ja, klar. Mhm. Aber sonst Synthi ist nicht mein Sound. Okay. Und dann war Eloquent so das Erste, wo du gesagt hast, okay, das catcht mich irgendwie wieder, da finde ich mich drin wieder. So. Ja, ich habe einfach mal im Internet so ein bisschen recherchiert, mal gesucht und so, was ist so im Untergrund, was da ist. Es kann ja nicht sein, dass es nur sowas gibt, da muss ja noch was anderes geben. Und so bin ich irgendwo auf einem Blog, bin ich halt auf die Platte gestoßen, dass ich unser Verhängnis. Und dann habe mir das angehört und dachte so, boah, der hat eine gute Stimme, der hat einen guten Wortfluss und rappt geil und geile Sachen. Nur ich fand halt, dass es extrem Lo-Fi war. Die Musik, der hat ja auch super Samples, die haben super Samples gehabt, aber es klang so alles so mono, so einfach nur in der Mitte und dünn. Mhm. So, Bassdrum kam nicht richtig raus, fand ich so, da muss doch mehr Wumms drin sein. Mhm. Das würde doch noch viel geiler klingen, dachte ich. Und dann habe ich eine lange Zeit gebraucht, um den irgendwie ausfindig zu machen, bis ich ihm dann irgendwann eine Mail geschrieben habe, ob er nicht Lust hätte, nur was zu machen. Mhm. Kannte er dich? Er kannte mich, er kannte einige Produktionen von mir. Ja. Weil das muss ich wirklich sagen. Also ich habe jetzt im Vorfeld auch mit Gib mal Fuffi gesprochen. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Der auch, also nicht persönlich, aber ich weiß. Der ist auch großer Bewunderer deiner Kunst. Und das ist irgendwie, viele Leute aus diesem Bereich, so, die haben auf jeden Fall das noch ganz klar auf dem Schirm, was du früher so gemacht hast oder jetzt eben auch noch machst. Und ich finde es interessant, dass du das sagst, dass das irgendwie alles so in der Mitte war. Weil das ist, glaube ich, auch was auf dem Weg verloren gegangen ist ein bisschen eben. Dass man wirklich einen richtigen Sound schafft. Also die Elemente sind alle da, aber es ist eben zu flach alles noch. So, wir sprachen gerade über, dass es knallt. Und genau, das ist knallt. Da habe ich eine gute Geschichte. Ja. Ich habe eine Platte gemixt von jemandem, von Eloquent und Flo Filz. Das war eine kleine EP. Die sollte ich mischen. Und dann kam die Ansage, ja, aber bitte nicht so fett. Und das war so, boah, das kenne ich gar nicht. So, bei uns hieß es eigentlich so fett es geht. Ja. Und das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert, weil wir dann immer gesagt haben, okay, wir müssen, es soll halt dreckig klingen, klar, ne, dass es nicht sauber ist und hier mal Platten knistern und so, kann alles mit rein. Aber trotzdem muss die Bassdrum da sein und wenn du sie laut auf der Box hast, muss sie dich treten. So will ich das haben, das muss kicken. Ja. Und da kam halt die Ansage, es soll nicht so fett sein, wo ich mich halt gewundert habe. Und dann dachte ich, okay, aber dann braucht ihr mich ja auch gar nicht im Grunde genommen. Weil im Grunde genommen war es schon so, wie sie es haben wollten. Ich habe es halt nur ein bisschen Frequenzen hier und da ein bisschen geordnet. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Und ich weiß nicht, welcher Anspruch bei den Lo-Fi-Sachen sind. Lo-Fi natürlich, okay, dass es halt nicht High-Fidelity ist, sondern eher, aber das war halt nicht meine Sache. Ich liebe die Sachen so, wie die Lo-Fi-Sachen, finde ich geil, aber wenn sie noch ein bisschen mehr Wumms hätten, fände ich sie, glaube ich, noch geiler. Okay. Wie kam das denn dann, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt eine Platte zusammen? Also du hast gesagt, pass mal auf, Das braucht ein bisschen mehr und ich habe mehr, oder? Ich habe Eloquent angeschrieben, habe mich vorgestellt in der Mail und ihn gefragt, ob er Lust hätte, ein paar Tracks zu machen, weil ich seine Raps gut finde.
Und dann die erste EP gemacht. Oder? Dann die erste EP, die Skizzen in Blau, ist da daraus entstanden. Genau. Okay. Wir haben sie aufgenommen. Eloquent ist auch ein richtig schneller Schreiber. Aha. Das ging richtig schnell. Was für mich das erste Mal war, dass man halt nicht im Studio war. Dass man sich die Sachen hin und her geschickt hat, das war für mich neu. Mhm. Und das war, ist für mich auch jetzt immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil mir da eine bestimmte Sache fehlt, nämlich das kollektive, dieses Brainstorming, was man im Studio hat, wenn einer dann noch eine Idee hat, mhm, und sagt so, wie wäre es, wenn ich das und das mache? Ja, geil, aber mach dann das und das noch dazu, dadurch entsteht noch mehr. Mhm. Man ist im Studio und man kreiert zusammen etwas. Mhm. Das hat mir da ein bisschen gefehlt, aber ich finde, dass bei Skizzen in Blau das nicht so hörbar ist. Ich habe das bei einigen Sachen gehört. Nico Suave hatte, glaube ich, mal ein Stück mit Afro gemacht, wo Afro mit rappt. Mhm. Habe ich mir angehört, sage, cool, ihr wart aber nicht im eigenen Studio. Ja, das stimmt. Sag, das hört man. Mhm. So, das ist da fehlt mir dann halt was. Mhm. Oder früher hat man auch so Posse-Spuren gemacht, so wo Leute im Hintergrund noch was gesagt haben, extra, ja, sind so zwei Leute reingegangen und haben noch yeah oder nochmal gedoppelt irgendeine Linie, weißt du, so. Mhm. Das fehlte da komplett. Mhm. Und das habe ich dann halt rausgehört und gesagt so, eigentlich ist das so nicht so ganz mein Ding, mhm, aber lass uns das trotzdem mal versuchen. Mhm. Und dann habe ich ihm Songs rübergeschickt, er hat sich die Songs ausgesucht, auf die er rappen möchte, und so ist Skizzen in Blau dann entstanden. Mhm. Und dann danach für das Album habt ihr genauso gearbeitet? Genauso gearbeitet, ja. Okay. Hast du denn neben ihm auch andere Sachen noch gefunden, von denen du dann sagst, okay, das ist was, womit ich was anfangen kann, was irgendwie mich an das erinnert, was wir früher schon gemacht haben? Das ist mehr Sport als Kampf, ganz platt gesagt. Ja. Mhm, zum Beispiel. Vielleicht auch auf Produzentenebene? Auf Produzentenebene. Zu der Zeit ist mir Dexter dann irgendwann, mhm, aufgefallen. Mhm. Und seine Sachen habe ich sehr, sehr gefeiert. Mhm. Die waren nicht so flach. Waren nicht so flach, die haben Wumms gehabt, die waren funky und er hat auch Sachen selber eingespielt und der hat, finde ich, einen super Geschmack. Mhm. Also ich mag seine Sachen sehr gerne hören. Mhm. Okay. Und auf Rapper-Ebene? Auf Rapper-Ebene muss ich sagen, habe ich überhaupt noch was neben Eloquent, noch irgendeinen anderen? Ich weiß gar nicht, ich habe ja auch nebenbei noch weiter gearbeitet. Ich hatte auch, mhm, gar nicht so viel Zeit. Es ist nicht, mhm, so, dass ich davon lebe, ja, sondern arbeite ganz normal und mache sowas nebenbei. Und, mhm, ich bin Vater und ich habe eigentlich sehr wenig Zeit für sowas. Mhm. Also so nicht viel. Ich glaube, es gab eine Zeit lang, 6 Jahre lang, wo ich tatsächlich davon gelebt habe. Mhm. Aber zur Zeit von Skizzen in Blau habe ich halt normal ganz nebenbei hauptsächlich gearbeitet und nebenbei halt produziert. Das, ja, dauert halt. Na klar, logisch. Aber du hast trotzdem die Zeit gefunden, eben auch wieder eine eigene Platte an den Start zu bringen, ja, die ja eben erschienen ist in diesem Frühjahr, One Will. Wann hast du angefangen, mit an der Platte zu arbeiten? Die Stücke an sich, das sind einige, die sind schon wesentlich älter und einige, mhm, neuere. Kann ich dir gar nicht genau sagen. Wir haben in 2018, vielleicht 2012 bis 2018, irgendwann aus dem, mhm, aus dem Zeitraum sind die Sachen entstanden. Mhm. Warum das Peanuts-Cover? Das Peanuts-Cover? Ich habe irgendwo im Internet Schröder gesehen an der SP statt, ja, an dem Piano. Ja, ja, ja. So, und er hat ja auch dunkle Haare und da dachte ich, das sieht ja, das könnte ich ja fast sein. Müssen wir vielleicht die Frisur noch ein bisschen anders machen und eine Brille aufsetzen, dann könnte ich das sein. Mhm. So, und dadurch ist das entstanden. Okay. Wie hast du denn an den Stücken nun gearbeitet? Also ich habe jetzt auf der Fahrt nach Hamburg nochmal ganz genau mit Kopfhörern reingehört und das besteht ja aus Samples, aus Drums, aber eben auch aus vielen selbst eingespielten Sachen. Mhm.
Wie bist du da vorgegangen? Hast du einfach nach Loops geguckt oder nach Breaks und gesagt, okay, das, da baue ich jetzt drauf auf? Genau. Ja. Anfänglich normal Samples und, und Beats. Und dann habe ich, mal ein Sample gefunden, wo ich sagte, okay, da gefällt mir die Basslinie nicht so doll. Die habe ich dann halt rausgedreht. Und dann dachte ich aber, hier könnte ein Kontrabass gut passen. Und ich habe zu der Zeit, als mein Bruder das Café hatte, habe ich im Café Jazzabende veranstaltet. Einmal im Monat hat da ein Jazz-Trio gespielt. Und das hatte sich in der Hamburger Jazz-Szene relativ schnell rumgesprochen, dass man da eine Möglichkeit hat zu spielen. Weil da, halt für die Jazzer gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten. Und es hatte sich rumgesprochen und es war, ging dann sehr schnell, dass auch Leute von der NDR Big Band dann plötzlich in dem Café gespielt haben. Da waren also einige richtig große Namen, die da gespielt haben. Und Herb Geller auch. Herb Geller hat auch da gespielt. Und Fiete Felsch hat da gespielt. Er spielt in der Altsaxophon in der NDR Big Band. Das sind harte Hunde. Krass. Und so hat man sich natürlich kennengelernt und Nummern ausgetauscht und gesagt, hier, ich bin Hip-Hop-Produzent und gib mir mal deine Nummer, vielleicht habe ich Bock mal, dich aufzunehmen. Und so kam es dann, dass ich gesagt habe, guck, hier möchte ich einen Kontrabass. Und dann habe ich in die Liste geguckt. Und dann ist mir der Thomas Biller ja noch gut in Erinnerung gewesen, ein Jazzbassist aus Hamburg. Der dann interessiert hat, war, der hat auch vorher noch nicht was mit Hip-Hop gemacht. Und dann haben wir bei ihm zu Hause halt für 3 Songs Kontrabass aufgenommen. Mit 3 Spuren. Gerade Jazzer sind ja sehr Sound-Fetischisten. So dass wir seinen Bass mit 3 Mikrofonen, auch nicht, mit 2 Mikrofonen, einmal oben an der Hand, an der linken Hand, einmal unten. Und dann auch noch am Pickup. So hatte ich 3 Kontrabassspuren, so mit denen ich dann arbeiten konnte. Das war dann halt, dann konnte ich nochmal am Sound hin und her. Die eine Spur war da rechts, war da links. Und das war eine super Erfahrung auch. Sehr schön. Hast du auch Drums oder Percussions auf der Platte einspielen lassen oder selbst eingespielt? Drums und Percussion nicht. Nein. Nee? Okay. Nein. Die klangen auch so. Teilweise, als hätte da jemand mit dem Shaker zum Beispiel gestanden, irgendwie, weil die so nicht so stark klangen. Ja, nicht so stark. Was ich, ich hatte das irgendwann mal das Glück, beim Plattendegen eine Schallplatte zu finden, eine Schlagzeugübungsplatte aus Frankreich. Man kennt ja so Sachen, Gitarren, so Begleitsachen, und das war halt eine Schallplatte für Leute, die halt Schlagzeug üben wollen. Da waren halt ein Franzose, der halt Grooves gespielt hat, erstmal langsam, damit man weiß, wie es spielt, und dann, wie es sich richtig schnell anhört. Ja. So, und da waren von einem Drumset dann, wenn er es langsam gespielt hat, die, was weiß ich, so 40 Hi-Hats nebeneinander. Und es ist ja ein Unterschied, wenn du eine Hi-Hat samplest und die immer benutzt und wenn du die gleiche Hi-Hat immer wieder spielst, jedes Mal, wenn du sie anklickst, anspielst, klingt sie ja eine Nuance anders. Und die habe ich dann alle gesampelt und mir aufs Keyboard gelegt und dann immer ein anderes Sample angesteuert, sodass sie dann mehr Leben hat. Ja. Okay, das beantwortet quasi die Frage danach, warum das nicht so stark klingt. Ja. Das stimmt. Die Platte ist ja nun schon ausverkauft. Ja. Ne? Das bedeutet, Menschen, die sich dafür interessieren, können das eigentlich jetzt gerade nur noch über Spotify oder andere Streamingdienste hören. Genau. Ist das zu empfehlen? Also ich meine, klar ist es zu empfehlen, weil Leute hören das und bekommen davon mit, aber worauf ich hinaus will, ist eben, dass der Klang, der intendierte Klang und alles, was so da mitschwingt, was du dir dabei gedacht hast, wie du was gesetzt hast, nehme ich jetzt mal an, bin nicht so audiophil und kenne mich nicht so gut damit aus, aber dadurch, dass eben das nicht von Platte kommt, sondern eben über das Streaming wiedergegeben wird, dass da auch ein bisschen was verloren geht. Ist das so oder? Ich bin sehr sehr Sound. Ein großer Soundfreund.
Ich glaube aber, oder ich höre es selber nicht so doll raus. Es sind minimale, also sehr kleine Unterschiede, die man da raushört. Ich glaube, der normale durchschnittliche Hörer hört das eigentlich gar nicht so. Selbst ich habe ab und zu, könnte ich dir nicht sagen, ob das jetzt von Platte ist oder ob das ein Stream ist. Mhm. Man muss auch das richtige Equipment dafür haben. Wenn du jetzt irgendwie auf dem iPhone das hörst, da wirst du keinen Unterschied hören. Mhm. Also da musst du vernünftige Boxen haben, eine vernünftige Anlage, eine Nadel und so. Dann würde man einen größeren Unterschied hören. Mhm. Okay. Aber so wie sich der Konsument, das Hörverhalten des Konsumentes geändert hat, der wird da, glaube ich, keinen großen Unterschied hören. Okay. Wie beurteilst du das so, dass heutzutage, also ich komme deshalb drauf, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass ihr Sachen ausprobieren musstet, ihr wusstet nicht, wie so ein Sampler funktioniert, der hat auch irre viel Geld gekostet damals, war eine richtige Investition, die man sich dreimal überlegt hat. Und heute produzieren viele Leute ja gar nicht mehr mit analogem Equipment oder irgendwie teuren Maschinen, sondern eben mit Software oder gucken sich Sachen eben auch im Internet an, Tutorials und so weiter und so fort. Und du kannst ein Sample direkt so time-stretchen, dass es irgendwie intakt passt und musst das nicht mehr nach Gehör machen oder so. Ich will gar nicht, dass du das irgendwie bewertest oder so, aber wie beurteilst du das selber? Also glaubst du, dass man anders Musik macht, wenn man sich das selber alles irgendwie beigebracht hat? Und nicht einfach nur nachbaut, weil man es im Internet gesehen hat. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist ein Unterschied. Ich meine, wir haben ja das auch nicht anders gemacht. Wir haben halt auch den Leuten über die Schulter geguckt und geguckt, wie sie es mal nach spülen. Ja. Man hatte keine Tutorials, man hatte halt Glück gehabt, dass man im Studio war und dann fähige Leute beim Musikmachen zugucken konnte. Aber für die Leute, die, sagen wir mal, angefangen haben, nachdem das Internet so groß wurde, die haben ja viel mehr Möglichkeiten für dieses Jahr, viel einfacher Musik zu machen, als zu der Zeit, als ich angefangen habe. Wenn ich mich erinnere, bevor wir den Sampler hatten, haben wir mit den Klaas-Jungs auf dem Vierspur-Kassettentape aufgenommen. Das hieß, wir hatten einen Drumloop, den wir hatten, auf der Beats, Breaks und Scratches. Den haben wir dann aufgenommen, dann fanden wir noch einen Drumloop, den musstest du so genau pitchen, dass der passt und vielleicht auch nochmal ein bisschen abbremsen, damit er auf dem anderen schon aufgenommenen rüberläuft, weißt du? Stolpert, ja. Ja, das war ja viel schwerer als heute. Heute kannst du pitchen und scratchen, time-stretchen und du hörst fast gar keine schlechtere Soundqualität. Wenn ich noch erinnere an die ersten Sampler, die ich hatte, die Pitchen und Time-Stretchen, das konntest du vielleicht ein paar BPM hin und her, aber über 5 BPM, dann hast du schon eine Snare doppelt gehört irgendwie, weil das nicht super war. Das klang nicht, das war nicht so, der Sample wurde nicht so oft zerschnitten, dass man das langsamer abspielen konnte. Du hast vor ein paar Jahren zum Beispiel auch einen Remix für Megalo gemacht, für Dr. Cooper. Ja. Und tatsächlich, in Vorbereitung musste ich auch nochmal daran denken, dass zum Beispiel früher auf den Releases aus dem Hause 3P gab es immer 7 oder 8 Remixe zu einer Single. Und dann kam ich dazu darauf, dass du eben diesen Dr. Cooper Song geremixed hattest und dann ist mir aufgefallen, heute gibt es das eigentlich kaum noch, ne? Dass eine Single released wird und da eben ein oder mehrere Remixe drauf sind. Du hast ja nun einige Remixe auch in deiner Karriere gemacht, neben klassischen Beatproduktionen, die Originalsongs waren oder sind. Findest du das schade, dass das so ein bisschen verloren geht, diese Remix-Kultur? Es hat sich verändert. Es gibt ja auch immer noch weiterhin Remixe, aber die Plattenfirmen geben ja auch kein Geld mehr dafür aus. Also wenn du jetzt zum Beispiel, so wie es früher war, wenn du einen Remix gemacht hast, wenn ich einen Remix gemacht habe, musste ich mir das Studio mieten und den Toningenieur bezahlen von dem Geld, was ich dafür bekomme, weil mixen konnte ich damals noch nicht.
Und bei so riesigen Pulten stehe ich auch mit einem Fragezeichen im Gesicht. Weißt du, das sind ja so viele Knöpfe dazu, ja, gar nicht, das musst du ja lernen. Das ist ja auch eine Kunst für sich. Ja. Ne? Und wenn dann jemand sagt, ja, ich würde gerne einen Remix haben, ich habe hier als Budget 100 Euro, dann sagst du, danke, nein. Also 100 Euro war damals ein Drittel des Gehalts eines Toningenieurs. Da ist das Studio noch gar nicht mit drin. Ja. So, also das ist dann so, ja, weiß ich nicht, das ist dann, das mache ich dann nicht. Und das macht halt, das hat auch den Markt auch kaputt gemacht, weil dann irgendjemand das dann halt doch gemacht hat für 100 Euro. Ja, klar. So, und ich finde das ein bisschen schade, weil man natürlich, weil das auch eine Herausforderung ist, einen Remix zu machen, zu hören, was haben die gemacht, so, was kann ich daraus machen? So, fand ich schon immer spannend, Remixe zu machen. Aber wenn da kein Budget da ist, dann mache ich eigentlich nur einen Remix, wenn erstens ich den Künstler kenne oder ich oder irgendwie einen Tausch machen. Weißt du, ich mache den Remix und du rappst dann auf meine Platte oder irgendwas in der Art. Weißt du, so dass man einen Tausch hat in der Art. Okay. Aber sonst macht das eigentlich keinen Sinn, wenn ohne Budget ein Remix, der vernünftig gemischt worden werden muss, das geht halt nicht. Ja, das stimmt. Wo arbeitest du denn gerade dran? Also du arbeitest ganz normal eben quasi zum Broterwerb, aber du machst ja auch nebenher weiter Musik, nehme ich mal an. Ist da schon irgendwas in Planung jetzt nach der One Will Platte? Das nächste, was rauskommen wird, sind 3 Stücke für die nächste Dendemann LP, die fertig gemastert ist, soweit ich weiß. Ich glaube auch. Ja, die ist fertig gemastert und das Albumcover steht auch schon. Und da war ich mal bei Dende in Berlin und hab mir da in dem Studio von den Crowds haben wir uns so zusammengesetzt und mal ein bisschen rumgesponnen und ich habe halt einen Song komplett produziert und für 2 weitere Ideen geliefert, die dann weiter produziert wurden von den Crowds. Das ist eigentlich das Nächste, was ist. Und was ich noch, ja, aber das ist nicht fertig, das will ich eigentlich noch nicht sagen. Okay. Ich habe noch Projekte im Kopf, die ich auch angefangen habe, aber das ist noch nicht spruchreif. Okay, dann belassen wir es dabei. Mein Lieber, ich danke dir wirklich sehr für deine Zeit. Es war unglaublich interessant, hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute. Ich danke dir und schön, dass du mich angerufen hast. Sehr gerne. One Will ist draußen, wie gesagt, ausverkauft, glücklicherweise. Ihr könnt es aber noch bei den Streaming-Portalen auf jeden Fall hören. Macht es auf jeden Fall, das lohnt sich. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.